Beobachter des Treibens am Elblandklinikum Radebeul war es schon eine etwas merkwürdige Truppe, die hier an einem sonnigen Morgen die Spaten in die Hand nahm. Unter der Leitung von Chefarzt Dr. Marx waren Schüler einer Radebeuler Schule auf das Klinikgelände gekommen, um Reben zu pflanzen. Als wir diese Klinik gebaut haben, standen wir da oben auf dem Dach und da habe ich auf dieses schöne Heizhaus geguckt und habe gesagt, das gefällt mir nicht. Und dann habe ich überlegt mit unseren Technikern und so, ich habe gesagt, lasst uns doch das zuwachsen mit Wein. Nach diversen Vorbereitungen und einer Abstimmung mit dem Staatsweingut Wackerbarth können nun die Rebstöcke gepflanzt werden. Unter der fachkundigen Anleitung des Weinbauleiters heben die Schüler ganz behutsam die Pflanzgruben aus und erfahren am Rande jede Menge über die Rebsorte, die hier an der Südfassade des Heizhauses heranwachsen soll. Und was wir heute pflanzen, sind Reben von der Rebsorte Solaris. Also habt ihr vielleicht schon mal gehört, haben eure Eltern vielleicht doch schon mal getrunken. In den kommenden Jahren wird die Fassade des Heizhauses zuwachsen. Chefarzt Dr. Marx sieht einen Traum verwirklicht und lädt die Schüler ein, dran zu bleiben am Thema. Auch deshalb trägt jeder Rebe ein Namensschild. Nach 2 Stunden sind alle Reben in Reih und Glied gepflanzt. Das Anwachsen sollte dank der vielen Gießkannen mit Wasser mühelos gelingen und bereits im kommenden Jahr könnten die ersten kleinen Trauben hier am Heizhaus heranreifen.